Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jeni hier und herzlich willkommen zum erweiterten WWE 2K18 Finale. Ja, meine lieben Freunde, ich Vollidiot, ich habe vorgestern wirklich gedacht, dass es das Finale wäre, dass es schon das WrestleMania wäre. Habt ihr mal gecheckt, wie verpeilt ich da einfach gewesen bin, weil ich das einfach mitten in der Nacht aufgenommen habe und hab's gar nicht gesehen gehabt, Leute. Ich habe jetzt bis zum WrestleMania vorgespult, ihr habt, glaube ich, 2-3 Promos verpasst, dann noch einen Titelverteidigungskampf, aber das war nichts Besonderes, so, weißt du, weil das Besondere, was jetzt wirklich noch kommt, ist halt dieses WrestleMania-Match. Und ich will euch noch nicht verraten, gegen wen es sein wird. Ich weiß es schon, aber ich will es euch noch nicht verraten, damit ihr es gleich sehen könnt. Ich denke mal, einige von euch werden das schon wissen. Aber komm, ja, eine Person wisst ihr sowieso, die dabei ist, nämlich The Rock. Das hat er ja in der letzten Folge am Ende gesagt. Das war ich das überhaupt nicht verstanden da mit WrestleMania und so. Dachte ich, ey, wollen die mich verarschen, ey? Aber ja, dann habt ihr alle in die Kommentare geschrieben, es ist noch nicht vorbei. Und ich habe letzte Folge noch extra am Ende gesagt, das hier ist kein Abschied, wir sehen uns wieder. Vielleicht war das so eine kleine Andeutung, vielleicht habe ich das auch extra gemacht. Nein, Spaß. Ich wusste das echt nicht, ey. Richtige Katastrophe. Ich würde sagen, Leute, wir starten rein. WrestleMania, das letzte große Match. Danach ist WWE vorbei, weil danach soll es wirklich keine Storyplots mehr geben oder was weiß ich für Sachen. Es wird einfach danach vorbei sein. Also man kann danach noch weiter zocken, seinen Titel verteidigen, aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust, weil es keine richtige Storyline mehr ist. Und ja, Freunde, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir starten jetzt rein, Leute. Let's go. So, Leute, wir sind bei Todd Mullen. Grundgütiger, wir haben es geschafft. WrestleMania war eine wilde Fahrt, nicht wahr? Mein Guter, das war eine verdammt wilde Fahrt. Aber ich muss schon sagen, dass ich letzte Woche kurz vorm Herzinfarkt stand. Ist das dein Ernst? Ja, Mann, als Triple H eine Prügelei mit dir angefangen hat, ich so, das war ein Schock, auf den ich gut hätte verzichten können. Ist aber alles gut ausgegangen. Das auf jeden Fall, aber mir ist da etwas eingefallen, was ich dir bisher verschwiegen habe. Jetzt ist er da, dein WrestleMania-Moment. Ich weiß, dass du deinen Lieblingsproduzenten stolz machen wirst. Und jetzt, raus da mit dir. Verteidige WWE Championship, indem du dieses Match gewinnst. Führe einen Oh-mein-Gott-Moment aus, erziele eine Matchwertung von 4 Sternen. Auch ein 4-Sterne-Match. Ja, Leute, letzte Folge, beziehungsweise das, was ihr nicht gesehen habt, Triple H hat uns noch beim Interview angegriffen, aber ja, war jetzt nichts so Besonderes hier oder so. Ihr habt eigentlich nichts Krasses verpasst. Das hier ist das Krasseste, was jetzt kommt. Nur mal zum großen Finale, das WrestleMania gegen The Rock. Leute, guckt euch das an, Alter. Open Air, Alter. Junge, ey, wie krank. Alter, Leute. Das ist der Moment, auf den El Rille gewartet hat. Der besondere WrestleMania-Moment. Wie Todd Mullen vorhin schon gesagt hat, ey. Guckt es euch an, Leute, ey. Krank, Mann. Wir haben es geschafft, hier hinzukommen. Und jetzt müssen wir auch unseren Sohn stolz machen. Boah, Leute, es ist sogar ein Triple Threat. Ey, ich füge mein Leben mit The Rock und Triple H. Ey, wie krank das ist, Alter. Triple H hat ja die ganzen Wochen gegen uns so gestichelt. Und jetzt kommt das große Match mit The Rock und Triple H. Ey, boah, das ist ein Finale. Ich habe natürlich auf legendär gestellt, nicht auf leicht. Wir müssen eine 4-Sterne-Bewertung erzielen. Ich würde sagen, Leute, wir konzentrieren uns direkt auf diesen Kampf, Mann. Ja, Mann, ab geht die Post, ey. Nimm schon mal jetzt den Like-Button auseinander, Alter. Die letzte Folge. Das ist wirklich die endgültig letzte Folge, Leute. Ey. Scheiße, Mann. Aber ja, das Spiel wird bald weitergehen, Leute. Es werden Online-Kämpfe kommen und so weiter. Boah, geile Scheiße, Leute. Geile Scheiße. Und jetzt, da ist der große Moment. Guckt euch diese Bühne an, wo El Rille jetzt rauskommen wird. Guckt es euch an. Ich glaube es nicht, Leute. Und da haben wir ihn. Den World Heavyweight Champion, El Rille. Boom, wir kommen hier rein. WrestleMania. Der Moment, auf den wir schon so lange gewartet haben hier. Als World Heavyweight Championship unseren Titel zu verteidigen gegen eines unserer damaligen Idole, The Rock, und unseren Erzfeind Triple H. Jetzt heißt es wirklich nochmal alles geben bei diesem letzten Kampf, Leute. Supportet mich, supportet El Rille für diesen magischen Moment, den Titel zu verteidigen. Ich würde sagen, Freunde, wir sind bereit, wir starten rein, let's go. Boah, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht, ey, diese Animation, alles. Es ist mitten in der Nacht, ich muss ruhig bleiben, Leute, Mann. Aber das ist zu krass. Das ist echt zu krass, Alter. So, um diesen Titel geht's heute. Den müssen wir verteidigen. Den müssen wir verteidigen. Okay, Leute. Alle machen sich ready. Boah, das ist jetzt ein Feeling. Ich bin sogar leicht nervös, Leute. Ne? Ich schwör's euch. Okay, let's go. Okay, ich will auch gar nicht viel labern. Ihr habt doch nichts in die letzte Folge geschrieben. Die Folge war voll gespammt mit RNE. Das ist nicht der letzte Kampf, es kommt noch WrestleMania. Aber Leute, auf legendär wird das echt schwer werden. Ich hoffe, ich pack das, Alter. Ich muss es heute packen, denn morgen ist Karneval und ich kann nicht 20 Stunden jetzt hier Versuche machen. Ich will das jetzt beim ersten Versuch packen und gemeinsam packen wir das. Boah, wir haben beide gebumst mit dieser Attacke. Komm her, The Rock, Alter, hä? Erstmal unser Freund und jetzt unser Feind, Alter. Aus Freunden werden Feinde. Merkt euch das. Das ist ein Spruch fürs Leben, Leute. Hier. Und das mache ich mit diesem... Oha.
Was macht El Rille da für einen Move? Boah, Junge, der hat den richtig umgehauen. So, jetzt packen wir uns noch der Rock. Ach, scheiße. Konter. In die Fresse. Zack, links, rechts, Kombo, bam. Pack ihn dir. Ah, fuck, er kontert. Leute, nochmal zum Beweis, Leute. Nicht, dass jemand sagt, ah ja, nee, du spielst auf leicht. Hier, warte mal, wo ist die Scheiße denn? Warte mal, hier, Gameplay. Schwierigkeitsgrad legendär. Man kann sich runterstellen, damit ich mir nichts anhören brauche oder sonst was. Das ist auf legendär. Ich hab's euch versprochen. Alles außer das Royal Rumble habe ich auf legendär gemacht. Weil Royal Rumble ging echt nicht. Oh, hat er gekontert? Digga, nein. Aber die Konteranzeige, die habe ich auch wieder angemacht, Leute. Weil so haben wir die ganze Zeit gekämpft. Weil ohne Konteranzeige, wenn dieser Balken weg ist, ist das schon echt... Oha, El Rille rollt einfach komplett raus. Ey, Leute, wisst ihr was? Wir brauchen aber einfach einen 4-Sterne-Kampf, ne? 4 Sterne, das ist schon echt verdammt hart. 3 sind mal ganz chillig, aber 4, das wird hart werden. Junge, komm her. Boah, Leute, ich bin echt nervös, ne? Ich habe so Bock gerade auf diesen Kampf, ne? Guck mal, alles solche Tiere hier im Ring. El Rille ist neben denen echt eine Witzfigur, ne? Seid mal ehrlich, guck mal, The Rocks Körper. El Rille ist zwar auch schon breit, aber The Rock ist einfach The Rock. Alter. Eieieiei, El Rille hat bisher das meiste Leben verloren. Egal, soll uns pinfallen? Ey, lass uns doch pinfallen, damit wir Prozente kriegen. Ich wette mit dir, die beiden werden versuchen, erstmal uns irgendwie Platz zu machen, oder? Kommt's mir so vor gerade, ey. El Rille, Alter, der ist wieder komplett tot, ey. Triple H kommt hier rein und räumt gut auf. Boah, wie schnell der gegriffen hat, das kommt man gar nicht kontern. Jawohl, sehr stark, El Rille. Es geht direkt drauf von hinten. Bam, sehr stark, Junge, sehr stark. Oh, guck mal, das ganze Stadion rastet so aus, ey. Das WrestleMania-Finale, ey. Boah, darauf habt ihr alle gewartet, Leute, ey. Ich habe auch darauf gewartet, Mann. Ich habe gedacht, das wäre schon letzte Folge, das Finale, aber ist es nicht. Sehr stark, El Rille, Alter. Glanzauftritt. Der Rock hat gleich Signature-Finisher, da müssen wir am meisten drauf aufpassen. Bam, in die Fresse, gib mir die Bombe. Zack, sehr stark. Junge. Boah, warum bin ich denn so nervös? Ich bin echt nervös gerade, Leute, ne? Weil ich das unbedingt gewinnen will, dieses Match hier. Guck mal, El Rille, der hat die gerade gut unter Kontrolle. Schmeißen dahin. Und jetzt sehr stark. Und jetzt Triple H. Pack ihn dir. Sehr stark, Alter. Was macht El Rille da? Oh, jetzt bräuchte ich mir Rey Mysterio 619. Er darf nur nicht kontern. Nein, er kontert unseren Signature. Und hat selber Signature. Aber ich konter ihn auch. Und er kriegt den hier. Aber der hat keinen Signature gemacht. Alter, guck mal, alle haben gleiches Leben. Ey, wie spannend, Leute. Alle haben gleiches Leben. Oha. Oh nein, er hat Finisher. Wie, der Rock hat Finisher? Wo kommt... Nein, Triple H hat Finisher. Oder was? Ich check nichts mehr. Oh nein, Alter. Scheiße, ey. Boah, Leute, genialer Kampf. Genial. Bist ja super reingestartet. Ey, der soll mir jetzt einen Rock Bottom geben, bitte. Scheiße, El Rille, lass dich mal auf von unserer Energie. Boah, Digga, das ist so ein geiles Hin und Her, ne? Ich weiß noch, wisst ihr noch, WWE 2K17, wo wir das Finale hatten mit... Boah, fuck, geiler Move. Mit Brock Lesnar, Alter, wie krass das war mit Brock Lesnar, das Finale. Was macht denn El Rille da, Alter? Der braucht jetzt gerade voll lange. Aber wir haben gleich schon wieder Signature, also jawohl. Bam, der sitzt, Alter, der sitzt. So, und The Rock, der kriegt jetzt auch einen von mir. Pack ihn dir, direkt. Herzliches Willkommen. Und jetzt ein Kick. Oh, der wieder gekontert ist, wie schnell. Nein. Oh mein Gott. Boah, Digga, das war aber zum Glück nicht sein... Das war nicht sein Finisher. Glück gehabt, Leute. Pack dir Triple H. Pack ihn dir. Gib ihm einen schönen Signature. Komm. Jawohl, der kriegt erstmal schön ein. Klack. Jawohl. Jetzt ein bisschen Energie aufladen, dann kriegt er hier... Wir haben schon 3,5 Sterne erreicht. Was geht denn hier ab? Das ist doch nicht so schwer mit diesen Sternen. Ich habe gedacht, 4 Sterne wäre voll schwer. Aber jetzt machen wir... Oh mein Gott, Moment, jetzt kriegen wir nochmal... Was das... Oh, scheiße, er kontert. Oh, fuck, war der schnell, Alter. Ja, Mann, ich habe darauf gehofft, dass der mich pinfolgt. Damit wir schön Prozente kriegen. Oh nein, aber The Rock kommt jetzt auch. Will uns auch blieben. Was ist los mit denen, Alter? Wir denken auch, wir können uns ganz easy abziehen hier. Aber The Rock hat Finisher. Darauf müssen wir echt verdammt nochmal aufpassen, ey. Ey, guck mal, die arbeiten noch zusammen. Das ist doch ein Witz. Was ist das denn? Ey. Jawohl, jetzt kämpfen die gegeneinander. Digga, ich muss jetzt gleich einen dicken... Aber... Wer hat weniger Leben? Triple H, wir müssen Triple H versuchen. Oh mein Gott, nein. Da muss er rauskommen. Wenn er da nicht rauskommt. Ich glaube, das wird der schwerste Kampf werden, ne? El Rille ist komplett am Arsch. Der ist komplett am Arsch. Bitte. Ey. Solche Kämpfe, die sind echt einzigartig, ne? Ich habe gedacht, das wäre dieser Kampf gegen AJ Styles letzte Folge, aber das ist er nicht. Das ist dieser legendäre Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Ey, El Rille, Mann, was ist los mit dem? Der ist einfach tot. El Rille ist tot.
Okay, jetzt packst du dir direkt. Pack dir Triple H. Pack dir den, pack dir den, pack dir den. Sehr stark. Nein. Nein. Alter, nein. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Unser Leben, ey. Wir rollen jetzt komplett raus, ne? Fuck. Aber The Rock ist immer bei Triple H. Den Triple H hat auch noch Finisher. Oh mein Gott, das war sein Signature. Nein, wenn er jetzt geladenen Finisher hat, Finisher mal zwei. El Rille, steh auf. Hallo, der macht jetzt geladenen Finisher. 100%. Aufstehen, aufstehen. Oh, Rock Bottom. Nein, nein, nein. Jawohl. Ich muss mir jetzt irgendwie Triple H packen, Alter. Und dem einen Oh-mein-Gott-Moment geben. Aber er kontert schon wieder. Digga, wie schnell. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Wir haben immer noch keine 4 Sterne erreicht, Leute. Digga, das ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein richtig enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ey, Digga, El Rille ist komplett tot, ne? Der ist komplett death, death. Aber jetzt kommen die wenigstens alle raus hier, Alter. Jetzt geht er wieder rein. Was machen die da? Die jubeln hintereinander. Das ist doch Manipulation. Was soll die Scheiße, was die da machen, ne? Hä? Ey, jetzt geht's auf mich, ne? Was soll das denn? Ey, darf man eigentlich Sachen nehmen, Leute? Das würde ich mal gerne wissen. Darf man Sachen nehmen? Oh mein Gott, jetzt ist vorbei. Das Match ist vorbei. Das Match ist vorbei. Oh, wir haben Glück gehabt, wir haben Glück gehabt. Steh auf, El Rille. Du kleine Hosenscheißer. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich bin gerade zu spät gekommen. Jawohl. Komm, 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 komm. Jawohl. The Rock rollt raus. Ey, wie kann der jedes Mal kontern? Diese kleine Missgeburt. Jawohl. Komm, spring drauf, spring drauf. Sehr stark, sehr stark, sehr stark, sehr stark. Komm, komm, jetzt gib ihm den. Oh mein Gott, Moment. Gib ihm den. Ey, der kontert wieder, ne? Ey, wie kann das sein, Mann? Ich hab gekontert, oder? Jawohl. Bleib da, bleib da. Jawohl, Alter, komm. Digga, El Rille, Mann, mach keine Faxen, Brudi. Mach keine Faxen, verdammte Scheiße. Mach jetzt den Oh mein Gott, Moment. Der muss jetzt kommen, Alter. Der muss jetzt kommen. Lad Energie auf. Hallo? Warum macht er denn nicht? Da ist er. Da ist er. Er kontert den Oh mein Gott, Moment. Ich fass es nicht. Ey. Digga, was ist das für ein Hin und Her hier? Nein, der falsche. Oh, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Boom, fuck. Nein. Oh, Triple H rollt jetzt raus. Das ist nicht gut. Oh, wir haben keinen Konterball. Oh, nein. Ey, jetzt Pinfall. Wir sind am Arsch. Na, aufgeben geht nicht. Man muss Pinfall. Was? Was? Ich dachte, das wird nicht gehen. Hallo? Ey, ich will nicht durch aufgeben hier verlieren. Hallo? Komm, El Rille. Komm, komm, komm. Alter, wir haben noch Finisher. Wir haben noch unseren Finisher. Ey, was macht der da? Ey, El Rille, was für ein schlechtes Timing, Bro. Komm, ey, Triple H, hilf mir, hilf mir, hilf mir, Triple H. Hallo, Triple H. Triple H. Triple H. Ey, Triple H, du kleiner Missgeburt. Das war manipuliert, das war manipuliert. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das war manipuliert, Alter. Ein Wichser, ey. So, Leute, wisst ihr, was ich aber jetzt gesehen habe in den Regeln? Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist für mich nämlich sehr wichtig, dass ich hier verdammte Scheiße nochmal Objekte benutzen kann. Das heißt, ich pack mir diesen Hund, schmeiß den direkt raus, er kriegt eine Bombe vom Oha, wie der kontert. Hier, ich kontert zurück. Und was denkst du, du kannst jubeln da oben, hä? Du Scheißköter, hier, zack, flieg auf deine Fresse. Jetzt der Rock, boom. Und jetzt räumt El Rille gerade mal ein bisschen auf hier. Komm her von hinten, ne? Eieiei, verpiss dich, lass mich los. Ey, fuck, Mann. Ey, Leute, das wird mein letzter Versuch werden, der hier, ne? Das heißt, wir müssen es jetzt schaffen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, Leute, dann muss ich nochmal eine Folge machen, ne? Aber ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Ich weiß jetzt, was zu tun ist, Leute. So, jetzt werden die sehen, Alter. Jetzt werden die sehen, ey. Jetzt werde ich mit dem Basic kommen. Hallo? Ey. Ey, was macht... Ey, El Rille ist manchmal so eine dumme Missgeburt, Alter. Ich schwör's dir, ey. Du Vollidiot, ey. Ich schwör's dir, ich könnte jetzt wieder so ausrasten in der Nacht, ne? So ein dummer Idiot, dieses Auswählen hier mit den Gegnern, ey. Nimm jetzt die Scheiße und... Hau dir mal richtig schön den Rücken, Alter. So richtig schön beide. Jawohl, Alter. Jawohl, genau so, Alter. Warum zieht er denn jetzt? Habe ich was gesagt von ziehen? Ey, ist mein Controller aus oder was soll die Scheiße? 77%. Jetzt zeigen wir mal, wo der Pfeffer wächst, hä? Und der Rock hier, Alter. Kriegst du auch nochmal den? So, jetzt werden wir das Ganze nämlich ganz anders regeln. Jetzt werden wir das mal auf die Öni-Art und Weise regeln. Auf die brutalere Art und Weise. Jetzt werden die alle Schläge kriegen, ey.
So, mein lieber Triple H, ja? Was ist los? Ja? Wo ist dein Problem? Du bist erstmal ein Rock Bottom. Zack. So, und jetzt wirst du nicht meinem schönen Dings kontern, Alter. Wie viel Leben wir auf einmal noch haben, ne? Oh, und Triple H kontert komischerweise nicht. Oh, was ist denn da los? Jetzt kommt der Rock von hinten, Alter. Diese scheiß Tag-Team-Nutten, Alter. Die arbeiten doch zusammen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Diese Schweine, Alter. El Rille rollt sich wieder raus. Was soll die Scheiße? Geh doch auf Triple H, Mann. Der chillt da doch nur. Ey. Hier, Alter. Jetzt kriegt er. Ey. So. Jetzt kriegt er erstmal einen schönen Oh mein Gott-Moment hier, der Triple H. Hat er nicht gekontert, ey. Guck mal, wie versucht der Rock mich zu schlagen, seht ihr das? Aber hat er nichts gebracht? Hat er nichts gebracht, du kleiner Hund, hä? Was, ey? Kriegst du den hier von mir? Boah, wir haben jetzt schon 3,5 Sterne. Ey, ich schwör's dir, wir rasieren gerade sowas von, ne? Das ist immer noch legendär. Man kann ja nicht die Schwierigkeit mehr runterstellen. Wisst ihr, was ausgemacht hat, dieser scheiß Baseballschläger hier? Ey, guck mal, wo der hinschlägt. Ey, guck mal, wegen sowas verliert man dann die Kämpfe, Alter, weil die. Weil El Rille einfach so dumm ist, ne? Ja, korrekt, dass sonst Pinfall, Alter. Da kriegen wir schnell wieder Punkte zum Aufladen. Wir müssen auf jeden Fall zu Triple H. Ja, genau. Der hat kaum noch Leben, Alter. Wir brauchen jetzt nur noch eine 4-Sterne-Bewertung. Bei 3,5 sind wir ja schon. Komm, Pinfall mich doch nochmal, Alter. Alter, wenn uns einmal trifft, wie viel Leben das abzieht, ne? Jetzt müssen wir kontern. Jetzt sind wir verpflichtet dazu. Jawohl. Ich krieg direkt mit Basie in die Ecke, Alter. Bam, boah, das muss ziehen, Alter. Ah, oh, schön mit dem Basie, Alter. Ah, oh, wie gut das tut, ne? Ich schwör's. Oha! Wie schnell er das gemacht hat. Der Signature, nein. Ey, was macht Triple H da draußen, ne? Als ob der die ganze Zeit nur wartet. Ey, das war sein Signature, ne? Jetzt werde ich wieder zum Aufgeben gezwungen, Alter. Guck mal, ja, auf einmal kann er mich nicht. Auf einmal kann er nicht treffen. Ey. Jetzt trifft er komischerweise. Ey, habt ihr gerade gesehen, wie ich das Match verloren habe davor? Das ist unmöglich rauszukommen, denn wir müssen echt aufpassen auf The Rock's Signature, Alter. Das ist zu krass, ne? Wie die Spieler sofort dann versuchen aufzugeben. Ey, der Schiri liegt am Boden, was ist das denn? Ey, El Rille liegt wieder tot am Boden, ne? Der liegt einfach tot am Boden. Ey, der Rock ist gerade momentan gut. Oh mein Gott, der Rock hat Finisher. Wenn er jetzt geladen im Finisher macht. Digga, was macht er da mit uns? Pinfall, korrekt. Jawohl, Alter, wir kriegen wieder Punkte, Leute. Das ist deren eigene Dummheit, ganz ehrlich. Wir haben jetzt wieder 93%, Triple H ist da. Ja klar, direkt alle auf uns. Jetzt direkt auf uns. Ey. Es geht zu weit, Leute, ne? Ja klar, vom Wegen, Alter. Das ist doch ein eingespieltes Team hier. Diese verräterische Aktion. Ey, egal, Leute. Merkt euch den Spruch. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ey. Was laber ich da? Die streiten sich da gar nicht. Komm, El Rille, steh doch auf, Mann. Warum ist der so am Ende? Egal, sollen die beiden sich erstmal boxen hier? Oh nein, jetzt kommt Triple H, Alter. Fuck. Ey, guck mal, El Rille, was ist los mit dieser Missgeburt? Ist das deren Ernst, Mann? Mit deren Pinfall? Ich glaube, die können sich abwarten, den Titel zu kriegen, ne? Jetzt werden die aber sehen. Die werden Schwanz kriegen. Das werden die kriegen, Alter. So, jetzt kriegt er erstmal schön. Ey, er kontert als Signature, Alter. Nein, das ist das Schlimmste, was passieren konnte jetzt, ne? Hier. Du kriegst auch den von mir, ja? Ich hab Angst vor euch. Oh mein Gott, er kontert, Alter. Nein. El Rille. Wieso taumelt der da so? Ey. Boah, stark gekontert, Junge. Sehr stark. So, jetzt hol mir doch den Basie. Wo ist die Plazy, hä? Wo ist die Plazy? Hier, Alter, was? Den müssen wir auch noch schön schaden, ey. Komm her. Ja, boah, der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. So, gerade haben wir der Rock richtig an den Fingernägeln, ey. Scheiße, wir haben keine Energie mehr. Ich will jetzt mein Signature machen. Komm schon. Was für Signature? Ich will, oh mein Gott, Moment, will ich dem geben. Jawohl, den kriegt er. Der kontert nicht. Guck mal, der Rocks Blick, Mann, der ist richtig am Ende. Hey, Leute, das wird jetzt die 4-Sterne-Bewertung. Er blutet auch noch. Der Rock blutet, Alter. Oh mein Gott. Ey. Leute, das kann unser Moment werden. Unser besonderer Moment. Wir haben aber auch noch kaum Leben, Alter. Hey, ich muss jetzt irgendeinen schnell in den. Oh, der Rock wird nichts bringen, Alter. Die haben alle zu viel Leben, ey. Ey, scheiße, Mann. Das ist so schwer. Ich schau einfach auf den drauf, Mann. Ich muss auf ihn draufhauen. Jawohl, das hat richtig gesessen, ey. Komm jetzt.
Ey, ich muss jetzt gleich Signature machen, weil der Rock... Jawohl. Okay, jetzt ganz ruhig. Jetzt warte, bis Triple H kommt. Gib mir eine Bombe. Nein! Ey. Wie konnte das gerade so kontern? Ich muss ihn rausschmeißen. Wir haben Finisher. Alter, das kann das Ende sein für The Rock. Wir haben die vier Sterne. Jetzt bitte, fall runter. Jawohl. The Rock. Komm, pack ihn dir. Nein, er kontert. Ey. Aufpassen jetzt. Nein. Was ist das denn? War das sein Finisher? Das war sein Signature, oder was? Ey. Jetzt hat er uns echt gefickt, ne? Bitte nicht. Oh mein Gott, Finisher. Es ist vorbei. Ja, er schmeißt sogar noch die Sachen zu seinen Fans. Und Triple H ist am Ende, ja. Ja, vorbei. Vorbei. Nein, es ist vorbei, Alter. Triple H, du bist Bastard, Alter. Jo, mein Gott, wie komme ich denn da raus? Heilige Makrele. Ey. Wir haben noch unseren Signature, wir haben ihn noch. Nein, damit wir ihn gleich abkriegen, dann ist es vorbei. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig pinnen wollen. Ey, ich muss jetzt hier irgendwie aufstehen, ey. Der soll mich mal aufheben. Jawohl, jawohl. Komm, gib ihn. Gib ihn, gib ihn. Jawohl, der Finisher ist da. Digga, der muss ankommen, Leute. Direkt der Pinfall, direkt. Direkt, komm. Pinfall, 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 Pinfall. Digga, das kann das Ende sein. Komm. One. Two. Nein. Oh mein Gott, wie knapp das war. Ey. Das war so knapp, Leute. Oh mein Gott. Schnell. Wir brauchen vielleicht nicht mal meinen Signature-Finisher. Einfach ein paar Mal draufhauen. Hau drauf. Jawohl. Jawohl. Pack ihn dir. Sehr stark, El Rille. Sehr, sehr stark. Ey, fuck, wir sind am Ende. Ich muss der Rock hier raus befördern, Alter. Ein Signature, das ist vorbei. Der Rock muss aber raus hier. Nein, genau das wollte ich nicht, dass er das kontert jetzt, ey. Mann, ey! Jawohl, wir kontern? Ja, wir müssen zweimal kontern gegen den. War ja klar, war ja klar. Und jetzt rollt El Rille raus und die beiden haben freie Bahn für sich, ey. Die beiden, der Rock hat noch gleich Signature, der hat gleich Signature. Ey, ich darf diesen Kampf nicht verlieren, Leute, ne? Ich darf diesen Kampf jetzt hier nicht verlieren. Das ist gerade wieder so eine Spannung, ey. Ey! Komm, El Rille, steh auf. Ich drück dir schon die ganze Zeit die Knöpfe hier. Wie eine Missgeburt drücke ich die doch schon. Jawohl. Okay, jetzt packe ich mir danach The Rock, schmeiß den raus. Nein. Ich muss mir Triple H packen und den rausschmeißen. Was macht El Rille da? Ey, ich check ihn nicht, ne? Digga, wen packe ich mir jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe gerade echt Schiss. Jawohl, jawohl. Komm, jetzt mach einen Signature. Komm, El Rille, Signature. Jawohl. Ich riskiere, ganz ehrlich, oder? Scheiße, ich mach nur den Finisher, aber... Ach komm, Alter, wenn der ankommt, haben wir gewonnen. Jawohl. Jawohl. Triple H liegt noch am Boden. Perfekt, perfekt. Das wird das Ende sein. The Rock hat nichts. Er kann nicht rauskommen. Es ist unmöglich. Dann ist das gescriptet. Es kann nicht rauskommen. One. Ja. Was? Ey. Nein. Ey, das ist schon ein 5-Sterne-Match geworden, ne? Verpiss dich. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, ne? Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Was mache ich? Ich muss Triple H rausschmeißen, Alter. Wieder mit The Rock versuchen, ey. Der darf noch nicht kontern, ey. Scheiße. The Rock steht schon auf, schnell. Und er kontert wieder, Mann. Immer wenn ich hier rauskicken will, diese Missgeburt. Hey. Nein. Ey, der will sich The Rock packen, korrekt. Oh mein Gott, der gibt ihm den Finisher. Nein, Triple H kontert. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Ey, das ist das Ende, ja. Das ist das Ende. The Rock hat 2 Finisher kassiert und verliert jetzt durch Pinfall, Alter. Ich fass es nicht, Alter. Wenn er jetzt verliert, ne, dann ist das echt gescriptet. Oh mein Gott. Ey, Leute, Alter, das ist, glaube ich, der spannendste Kampf aller Zeiten, ne? Das ist zu krass, was hier abgeht, ne? Das ist zu krass. Ach, da kommt der Dings raus. Der kommt da raus. Was mache ich jetzt? Ich packe mir jetzt The Rock und schmeiß den raus. Was machst du? Schmeiß ihn raus.
Das kann nicht sein, dass die das die ganze Zeit kontern, Alter. Ich fick mein Leben, ey. Diese Missgeburten, ey. Diese verdammten Missgeburten, ey. Und das auch noch Finisher. Ich konnte das ein Finisher. Hier, kriegst du deinen Rock Bottom, Alter. Und Ding steht auf, Alter. Triple Missgeburt. Triple Missgeburt. Hier, Alter. Kriegst du den? Jawohl, jawohl. Jetzt hast du alle Zeit der Welt für The Rock. Jetzt hast du alle Zeit der Welt. Der liegt draußen, der liegt draußen. Komm. Gib ihn doch. Signature. Und er kontert den Signature. Ey. Und jetzt hat er Signature. Wenn der Signature macht, ist vorbei. Nein. Egal, wir liegen draußen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Wir haben noch einen Finisher. Digga, das ist zu krass, dieser Kampf hier, ne? Leute, Alter. Das ist zu krass. Was für ein Finale. Wir müssen das jetzt auch gewinnen hier, ey. Bitte. Fuck, was mache ich? Was mache ich? Ey, das ist... Der Triple H wird genau reinkommen, wenn ich den Finisher mache. Das kann nicht wahr sein. Oh, er unterbricht ihn sogar noch. Was? Wann geht denn sowas? Oh mein Gott, Alter, das ist doch... Komm, nein, 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 nein. Triple H, Rope Break, komm da raus. Digga, El Rille, steh auf, steh auf. Hey. Nein, 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 nein. The Rock. Boah, der Rille springt da noch wie ein... Das geht auch, das wusste ich nicht. Oh nein, es kommt jetzt zu uns. Nein, zu früh gesprungen, das war mein Fehler. Ich bin jetzt gefickt, jetzt bin ich gefickt. Weil ich gefickt bin, Alter. Der macht Finisher. Jawohl, wir kontern sein Pedigree. Ey, 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 gib ihm jetzt den Finisher, Alter. Boah, was ist das, Leute? Was ist das? Er darf mich so nicht kontern. Das wird das Ende sein. Triple H ist nicht so robust wie The Rock. Komm, das ist das Ende. Nein, der hat noch so viel Leben. Warum hat er noch so viel Leben, Alter? One, two. Nein, 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 nein. Pack dir The Rock schnell, bevor er seinen Finisher macht. Digga, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Schnell hier. Schnell hier raus. Ich brauch was unterm Ring hier. Schnell. Da ist nix. Ey. Das ist nicht wahr, Alter. Jetzt kann ich hier Marathon rennen. Die liegen ja beide so K.O., ne? Ich warte jetzt erstmal, was. Ich warte jetzt einfach erstmal, was The Rock macht. Der soll erstmal ruhig. Wir machen das strategisch, Leute. Was soll ihm jetzt. Nein, 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 nein. Das will ich aber nicht riskieren. Das will ich nicht riskieren, Leute. Das will ich echt nicht riskieren. Nein. Gib ihm deinen Finisher. Gib ihm deinen Finisher. Ey, was mache ich jetzt? Nein. Ey, El Rille, nein. Oh mein Gott, jetzt kassieren wir den Finisher. Es ist vorbei. Ja. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst, Alter. Und Dings ist draußen, ey. Ey, Leute, ich kann jetzt nichts. Was machen wir? So ein Glück, dass wir hier rauskommen, wird es nicht nochmal geben. Nein. Oh mein, ey. Ey. Nein, nein, nein. Er will uns zum Aufgeben zwingen. Jetzt hat er uns gefickt, Alter. Jetzt hat er... Nein, 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 nein. Nicht so, so will ich nicht verlieren. Komm, komm. Ey, Leute, das ist doch... Hey, ey, ich fasse nicht, was das für ein Match ist, ne? Ich fasse es gerade echt nicht. Ich kann es gerade nicht glauben, Alter. Das ist filmwürdig. Nein. Wir haben Signature. Oh nein, wir rollen raus. Triple H hat... Oh mein Gott. Ey, der kontert den Finisher von Triple H. Er kontert ihn. Nein, nein, nein. Wenn Triple H jetzt aufgibt, ne? Ey. Oh mein Gott, der gibt auf. Nein, bitte nicht. Nein. Nein. Komm schon. Jawohl. Ach, du heilige Makrele. Ey. Nein. Hallo. Was macht der da, du Missgeburt? Ey. Komm, Kreis. Ach, du Scheiße, Alter. Ey, wir werden gerade so gebumst hier in dieser Ecke, ne? Ey, Rille. The Rock, steh auf. Der pinfolt uns.
Nein, der wird zum Aufgeben zwingen. Was macht der da? Ey. Das ist einfach eine An... Ey, Rille, du musst jetzt aufstehen. Du musst aufstehen. Digga, sowas habe ich noch nie erlebt, ne? Und jetzt der Rock kommt zu uns. Oh, jetzt macht er... Ach, du Scheiße. Er macht bei uns Finisher. Jawohl, wir kontern. Jetzt, El Rille, komm! Gib ihm den geladenen Finisher! Der muss ankommen, dann ist es vorbei. Der darf nicht aufstehen. Ey, komm! Aber Dings, Triple H kommt wieder hoch! Schnell, bevor Triple H aufsteht! Schnell! Bitte, ich heb die Hände hoch. One, two, nein! Ey! Was zur Hölle geht hier ab, Mann? Jetzt kommt meine Spezialtaktik. Oh nein. Ey, wie schnell der auf einmal wird, der Rock. Zu früh. Ey. Alter, mein Leben ist so am Arsch, ne? Nein. Triple H muss da easy rauskommen. Easy. Ey, das wird nicht enden, ne? Leute, ich sage euch schon mal eins. Auch wenn wir verlieren, das wird der letzte Kampf werden. Dann haben wir es nicht verdient, diesen Titel zu verteidigen. Dann hat El Rille seinen Sohn nicht stolz gemacht. Weil so einen krasseren Kampf, das darf man nicht scripten, das darf man nicht nochmal neu machen. Das muss so in der Geschichte stehen bleiben, in unserer WWE-Karriere. Das ist der krasseste Kampf bisher, wirklich. Pedigree. Aber jetzt packe ich mal Triple H. Und er kriegt den hier. Er kriegt die Schere. Und? Digga. Ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt hier gerade noch machen soll, ne? Rollt sich raus. Wir müssen uns Triple H packen, Alter. Komm. Wie hat er noch so viel Leben, Mann? Ich check es nicht. Jawohl, Alter. Jawohl, Junge. Komm, El Rille. Fuck. Nein. Jawohl. Der war wichtig, Alter. Der war wichtig. Scheiße da weg. Nein, aber Signature. Komm, der Rock muss jetzt reinkommen. Nein, was macht El Rille da? Warum bleibt er auf einmal so liegen? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Alter. Und jetzt kommt noch sein Finisher. Ey, und Triple H ist am Ende. Nein, ey. Also das ist... Leute, das ist jetzt... Nein. Wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren. Ey, das war der krasseste Kampf aller Zeiten, Leute, wirklich. Ich bin ein fairer Verlierer, es war der krasseste Kampf. Wann habt ihr schon mal bei irgendeinem YouTuber so einen Kampf gesehen in WWE? Ich habe noch nie so einen Kampf gesehen, ey. Der Rock hat es sich verdient, Leute. El Rille hat es nicht geschafft, den Titel zu verteidigen. Wir sind so kurz vor unserem Ziel gescheitert, Leute. Soll das Finale gewesen sein? Ich lasse euch jetzt nochmal entscheiden, okay? Komm, ich lasse euch jetzt nochmal entscheiden, Leute. Ihr habt die Qual der Wahl. Ihr könnt entscheiden, ob ich noch wirklich, aber das ist wirklich ein einziges Match. Ein einziges. Nicht zwei, nicht drei, eins. Ein einziges Match. Ein einziges. Oder ob wir es so lassen sollen. Weil das war wirklich ein Kampf, der in die Geschichte eingehen wird. Der nächste wird niemals so krass werden, den wir jetzt machen werden sollten, wenn ihr das so wollt. Es wird der krasseste Kampf in der Geschichte bleiben. Es wird der krasseste Kampf bleiben. Deshalb, Leute, klappt die Beschreibung auf. Ich habe das nicht ganz oben hingepackt, weil sonst wäre das so ein kleiner Spoiler, falls Leute zuerst auf die Beschreibung gucken. Geht auf Mehr Anzeigen, dann steht da Abstimmung und klickt drauf, ob wir es so lassen sollen, ob der Rock der Champion sein soll oder ob wir das Ganze nochmal neu machen sollen. Es war der krasseste Kampf. Wirklich unglaublich, Leute. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall aus dieser krassen Folge, ey. Es ist unglaublich. Noch nie sowas erlebt, noch nie.
Schreibt's. Nein, stimmt ab. Wenn ihr es wollt, wird Dienstag die Revanche kommen. Wenn nicht, dann wird kein WWE wieder mehr kommen. Dann verabschiedet sich El Rille an dieser Stelle. Das wäre aber echt traurig, Alter. Aber ihr habt die Entscheidung, Alter. Ihr habt es jetzt gesehen, das war ein Kampf, wirklich. So viele, ey, wir haben zweimal das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben so krass rasiert, ne? Wir haben so viele Momente gehabt, wo ich dachte, wir haben gewonnen. Aber nein, wir haben immer wieder, haben die es geschafft. Das ist unglaublich, Alter. Ich bin raus, Mann. Vergewaltigt den Like-Button. Ich will mal hier die 10.000 Likes auf WWE sehen. Ich bin raus, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.